Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Zeit für unsere Aktie der Woche. Ich habe Rudi heute wieder hier bei mir im Studio oder aber ganz offiziell Michael Völler. Aber um das vielleicht einfach mal klarzustellen, ich darf ihn Rudi nennen, richtig? Das ist völlig korrekt, ja. So, und jetzt fangen wir dann tatsächlich auch mit der Aktie der Woche an. Rudi hat sich Brenntag rausgesucht. Brenntag mit Sitz in Essen ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Der Konzern ist mit rund 600 Standorten in 72 Ländern vertreten. Gegründet wurde er 1874 und zum Börsendebüt im Jahr 2010 lag der erste Kurs bei 51,10 Euro. Warum Brenntag als Aktie der Woche? Nun gut, da möchte ich die Geschichte noch erst noch ein wenig weiter erzählen. Brenntag hat es dann gleich 2010 in den MDAX geschafft. Ein Fast Entry wegen der Größe war das also damals schon notwendig, haben sie gleich im Juni diese Hürde genommen und sind seit September 2021 infolge der damaligen DAX-Erweiterung von 30 auf 40 Werte in den DAX gerutscht. Und warum Brenntag? Brenntag ist eine spannende Kiste. Letzte Woche haben wir gesehen, was passieren kann. Da ging es nämlich schön nach oben, als es eine neue Studie gab. Und diese Woche wird es auch wieder sehr spannend werden und darauf warten wir auf den morgigen Tag schon sehr gespannt, denn da haben wir den Capital Markets Day in London und der hat letztes Jahr auch dazu geführt, dass die einen schönen kleinen Satz gemacht haben, denn das scheint schon ein ganz gutes Publikum zu sein, die auch ein paar Brenntag-Aktien haben. Und sie wurden auch damals aus England an die Börse gebracht von einer englischen Firma, nämlich Merrill Lynch damals. Er sagt mir gerade die ganzen Dinge, die ich nicht erwähnt habe. Ich nehme das sehr wohl zur Kenntnis. Genau auf diesen Capital Markets Day, der ja am Dienstag eben morgen stattfindet, wollte ich noch mal etwas eingehen. Was ist von Brenntag zu erwarten? Naja gut, Brenntag hat ja in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, sage ich mal, sich schon sehr, sehr gut aufgestellt, auch vor allen Dingen was Nachhaltigkeit betrifft, sechsmal in Folge den Goldstatus erreicht und jetzt letztes Jahr dann zum ersten Mal oder in diesem Jahr zum ersten Mal den Platinstatus erreicht. Also in Form von? In Form von was dir. Und das ist also ein ganz, ganz tolles Ding. Die machen das also sehr, sehr ordentlich, sage ich jetzt einfach mal. Jeder bemüht sich natürlich, aber das ist mehr wie bemühen, dass wirklich ein Wille da vom Unternehmen, das wirklich richtig gut zu machen und hat sich damit auch diese Auszeichnung verdient. Man versucht also wirklich in allen Bereichen, das so umweltfreundlich, nachhaltig und compliance-gerecht zu machen, wie nur irgendwie möglich. Und das finde ich auch eine tolle Sache und verantwortungsvoll und sehr nachhaltig, wie in vielen anderen Dingen auch bei der Brenntag. Du willst auf die Performance der Aktie hinaus. Da werden wir aber gleich erst noch drüber sprechen. Du hast es eben schon angesprochen, es gab von Seiten der Analysten Positives. Die Deutsche Bank zum Beispiel, die hat das Papier auf Kaufen gesetzt und ein Kursziel 88,90 Euro. Angemessen? Ja, wir haben im Moment so Preise, sage ich mal so knapp unter der 80 Euro. Wir haben auch Kursziele, die noch darüber liegen von anderen Analysten. Insgesamt sind die allermeisten Analysten sehr, sehr positiv gestimmt. Wenn man jetzt schaut, 2010 war die Aktie bei 50 rum und jetzt sind sie bei 70, 80, knapp 80 rum. Da werden die Leute noch sagen, naja, so toll ist das gar nicht. Aber es gab ja einen Stocksplit in 2014. Damals hat man für eine Aktie 3 Stück bekommen. Das heißt, wenn wir das jetzt hochrechnen, müssen wir den jetzigen Kurs mal 3 nehmen, sind wir bei 240. Anfangskurse um die 50 haben die also richtig stark performt. Und auch noch, und das ist ja auch immer so ein Punkt, wo ich immer auch immer so ein bisschen drauf schaue, seit 10 Jahren die Dividende gesteigert. Und zuletzt haben sie 2 Euro bezahlt und auch die sollen nächstes Jahr für das laufende Geschäftsjahr 2023 auch wieder gesteigert werden, wobei wir diese Zahlen dann erst im März geliefert bekommen, wenn wir dann die Jahresendzahlen für das Geschäftsjahr 2023 bei der Brenntag sehen.
Ich habe noch eine abschließende Frage. Genau diese nachhaltige Performance möchte ich ansprechen. Ich habe gelesen, dass wenn man die Aktie vor 3 Jahren gekauft hätte, hätte man inzwischen über 20% Performance generiert. Was heißt das denn jetzt dann für die Aktie? Ja, die Aktie ist für Anleger ein absolut positives Investment, egal zu welchem Zeitpunkt man eingestiegen wäre oder ist. Denn selbst wenn man zu den Höchstkursen eingestiegen wäre, dann hätte man sich dadurch, dass man auch schon Dividende kassiert hat, nur ein minimales Minus jetzt eingehandelt von dem Topkurs, den wir im letzten Jahr gesehen haben. Aber insgesamt muss man ganz klar sagen, seit die an die Börse gekommen sind, war das ein Erfolgsmodell und das sieht so aus, als ob das auch weiter gelingen mag, weil man hat sich wirklich auch interessant verstärkt und es ist eine der wenigen Aktiengesellschaften aus Deutschland, denen es gelungen ist, ein amerikanisches Unternehmen zu erwerben zum Beispiel auch und das Ganze mit Erfolg abzuschließen. Da gibt es ja leider auch im Chemiebereich ganz andere Beispiele. Reden wir nicht drüber, also ist irgendwie auch ein Stichwort. Ich wäre durch. Hättest du noch was? Willst du noch was zu Brenntag sagen? Nee, wir haben also die wichtigsten Sachen wirklich erwähnt und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir da nichts vergessen haben. Ich sag mal, viel Spaß mit der Brenntag-Aktie. Tschüss und auf Wiedersehen.